Ja, vielen herzlichen Dank für, bin ich jetzt hier eingeschaltet, ist egal. Ja, also irgendwie, Sie hören mich, oder? ja, das ist alles zu groß, um mit meiner Stimme gefüllt zu werden. Ich freue mich sehr über die Einladung hierher und es ist natürlich auch selbstverständlich, vorher ja schon ein bisschen klar geworden, dass ich die Idee eines einer GmbH mit gebundenem Vermögen schon seit längerem unterstütze. Ich will nochmal deutlich machen, was meines Erachtens die Gründe sind, die dafür sprechen, obwohl das in vielerlei Hinsicht deckungsgleich ist mit dem, was Sven Giegold eben berichtet hat. Im Grunde ist die Diskussion um diese Initiative deswegen so nach oben gekocht, wegen dem Stichwort, das Sie da auf der Folie sehen, nämlich wegen dem Stichwort Verantwortungseigentum. Dass die Familienunternehmerinnen und Unternehmer dann in ihrem, also der Verband der Familienunternehmer, das ist ja gar nicht gegendert, der Verband der Familienunternehmer so auf die Barrikaden gegangen ist, war eben das Störgefühl, das sie hatten, weil sie ja selber sagen, wir haben ja auch Verantwortung für das, was wir tun, auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und von daher führt das in die falsche Richtung. Und einen Punkt, den ich gerne machen will, der vielleicht gleich auch für die Diskussion mit Maja Göpel wichtig ist, der heute auch schon ein bisschen aufgekommen ist, allerdings nicht bei Sven Giegold, sondern in der Diskussion davor, ist die Frage, was ist eigentlich der Nachhaltigkeitsbezug dabei? Das ist nicht zwingend der Nachhaltigkeitsbezug, den Sie sonst darunter verstehen, also sozial-ökologische Zielsetzungen, sondern es ist der Nachhaltigkeitsbezug, dass das Unternehmen nachhaltig bleibt. Mit anderen Worten, meine Einschätzung hier ist die, dass es notwendig ist, bei einer solchen neuen Rechtsform, die ja offen sein muss für alle Unternehmenszwecke, die man sich vorstellen kann, die Rechtsform selber als solche eben auch nicht zu überfrachten mit bestimmten Zielsetzungen oder Zwecken. Mittlerweile ist schon auch in der Diskussion von kritischen Juristen die Vorstellung da, dass man doch im Grunde eine ähnliche Rechtsform schaffen könnte, die dann aber in Richtung der Entreprise à mission Frankreichs geht, also von vornherein diesen unmittelbaren Zweck für das Unternehmen auch festlegt. Ich habe die GmbH mit gebundenem Vermögen als urliberale Idee bezeichnet, weil sie Freiheitsräume eröffnet. Sie ermöglicht den UnternehmerInnen, ihr Unternehmen in die Zukunft zu tragen, mit dem Inhalt, den sie sich selber dafür vorgestellt haben. Das bindet natürlich die nachfolgenden Generationen, ob das nun Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, die das Unternehmen nachher führen, oder ob sie das innerhalb der Familie weitergeben. Aber es ist gleichwohl ihr gutes Recht, aus einer freiheitlichen Perspektive das zu tun, wenn sie diese Idee erhalten wollen, die sie selber ein Leben lang oder lange Zeit erfüllt hat. Das ist schon ein gewisser Bezug zu den Familienunternehmen und wie das Sven Giegold eben klar sagte, wir haben vielfältige Nachfolgeprobleme bei den Familienunternehmen. Es ist ausgesprochen schwierig, die nächste Generation dazu zu begeistern, das Unternehmen zu führen. Also wenn Sie eine Fleischfabrik haben und die ganze Familie ernährt sich nur noch vegan, dann ist es schon so, dass Sie ein gewisses Problem haben. Natürlich kann man mit Fleischersatzprodukten eine höhere Marge erzielen, aber es ist gleichwohl so, dass dann trotzdem die Basis als Fleischfabrik eben auch dafür immer noch wichtig ist. Und insofern kann das dann auch ein bisschen schwieriger sein, ein solches Unternehmen in die Zukunft zu tragen. Jetzt können Sie sagen, ist ja auch nicht richtig, ja, Sie sollen kein Fleisch mehr essen, es soll nicht in die Zukunft getragen werden. Aber ich finde, in der urliberalen Idee ist das die Vorstellung, die jedem Einzelnen belassen werden muss, gegeben die Rahmengesetzgebung des Bundes bzw. der Länder und Gemeinden und Europas. Also das, was wir politisch an Rahmengesetzgebung auch ordnungspolitisch vorgeben. Es geht aber nicht nur um Familienunternehmen, es geht ja auch um die Startups. Ein Punkt auch, der ist heute Morgen schon ein paar Mal gefallen, ist diese Exit-Orientierung. Die kommt im Grunde aus der angelsächsischen Tradition. Von vornherein, ob das bei einer Unternehmensgründung ist oder bei der Fortführung eines Unternehmens, von vornherein immer daran zu denken, was ist die Exit-Strategie? Wie komme ich hier raus? Und nicht selten ist es so, dass Startups von vornherein auch mittlerweile in Deutschland mit dieser Idee gegründet werden. Nicht zuletzt hier in Berlin, wenn Sie an Digital-Startups denken, die vor allen Dingen die Hoffnung haben, dass Google sie aufkauft.
Aber es gibt nun mal eben auch hier eine Vielfalt unterschiedlicher Vorstellungen. Und auch da ist es so, dass Startups und die GründerInnen von Startups die Idee haben, das, was sie sich vorstellen, mit diesem Unternehmen in die Zukunft tragen zu wollen und dann nicht unmittelbar von vornherein wieder dem Druck des Kapitalmarktes ausgesetzt zu sein, vor allen Dingen im Hinblick auf Übernahmen. Also, was man hier sieht, sind unterschiedliche Zielsetzungen, die es gerade im Bereich der kleinen und mittleren Unternehmen gibt, die in vielerlei Hinsicht für den Erfolg der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland stehen, dass diese kleinen und mittleren Unternehmen es schaffen, über die Zeit auch das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft zu tragen. Und so ist die GmbH mit gebundenem Vermögen letztlich zu verstehen. Sie schafft es, über die fixierte Ausschüttungssperre dafür zu sorgen, dass das Unternehmen Bestand hat über die Zeit, dass es nicht einfach aufgelöst werden kann. Sie schafft es, eine Bindung des Vermögens zu erreichen, sodass das Herausziehen der Substanz eben nicht passiert, wie das ansonsten immer wieder mal passieren kann. Die Vorteile, die hier vor allen Dingen existieren, ist, wie eben angedeutet, der leichtere Übergang. Heute müssen Unternehmen, wenn sie in diese Richtung gehen, kostenträchtige Stiftungskonstruktionen eingehen. Es reicht ja nicht aus, einfach nur eine Stiftung zu gründen mit irgendeinem gemeinnützigen Zweck, sondern es müssen dann eben auch weiterreichende Konstruktionen existieren, wie wir sie beispielsweise bei Bosch sozusagen prototypisch sehen. Aber es gibt natürlich eine Vielzahl anderer Unternehmen, die das ebenfalls tut, Globus und wie sie alle heißen. Wir haben die FAZ heute Morgen auch gehört. Und das bedeutet durchaus, wenn das kostenträchtig ist, eine Armada an Anwälten, Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern eingestellt werden muss, um diese Option zu wählen, dass die Option letztlich auch kleineren Unternehmen irgendwo verwehrt wird, weil sie diese Transaktionskosten nicht eingehen können. Also eine solche Rechtsform vereinfacht nicht nur die Möglichkeiten, die nach geltendem Recht heute sehr kompliziert genutzt werden können, sie baut Bürokratie ab und sie schafft es damit eben auch, Transaktionskosten zu reduzieren und die Zielsetzungen, die UnternehmerInnen haben, mit ihrem Unternehmen leichter verfolgen zu können. Das sind im Grunde schon die wesentlichsten Vorteile, die man dabei hat, weil uns letztlich damit etwas gelingt, was wir in vielerlei Hinsicht schon lange immer wieder diskutieren, nämlich die Grundlagen, die sich in Deutschland in diesem Typus der sozialen Marktwirtschaft mit einer Vielfalt auch kleiner und mittlerer Unternehmen ergibt, diese Grundlagen weiter nach vorne zu tragen, ohne daran Abstriche machen zu müssen. Was sind Diskussionen, die stattfinden? Nun, einerseits ist eine Diskussion die, auch das habe ich eben kurz angedeutet, dass es ja über den Kapitalmarkt Übernahmen gibt. Und manche Kritiker sagen, im Grunde geht diese Rechtsform dahin, sich abzuschotten gegenüber dem Kapitalmarkt. Nun, erstens ist es so, dass wir ja im Bestand heute eine Vielzahl von Unternehmen haben, die ganz normal in Richtung Kapitalmarkt zur Verfügung stehen. Und zum anderen ist es auch so, dass der Kapitalmarktzugang bzw. der Zugang des Kapitalmarkts zu den Unternehmen nicht völlig aufgelöst ist, sondern es gibt auch Möglichkeiten, Beteiligungen durchzuführen. Ob das dann attraktiv ist für die Investoren, die international unterwegs sind, ist eine andere Frage. Aber es ist keine Art der Abschattung. Und es sollte auch nicht genutzt werden, mit weiteren Regulierungen diese Art, diese Rechtsform zur Abschottung zu nutzen. Also mit anderen Worten, ich halte es für sinnvoll, dass wir auch im Hinblick auf die Kapitalmarktoffenheiten, den freien Kapitalverkehr, die Möglichkeiten für Investitionen in Deutschland schaffen. Aber das heißt jetzt nicht, dass die Unternehmen, die in ihrem Zweck, die in die Zukunft fortgeführt werden wollen, sich nicht davor schützen können sollten mit bestimmten Konstruktionen, dass von außen diese stärkere Kurzfristorientierung zum Tragen kommt. Der zweite Punkt, der im Moment im Bundesjustizministerium gewälzt wird, und das sind immer auch schwierigere Fragen, sind die europarechtlichen. Es hat also sicher nichts damit zu tun, dass das BMJ den Auftrag des Koalitionsvertrages in Richtung Verantwortungseigentum nicht wahrnehmen möchte, sondern es hat damit zu tun, dass es am Ende auch ein bisschen komplizierter ist. Nochmal besonders schwierig wird es im Hinblick auf die steuerlichen Fragen. Hier sind vor allen Dingen zwei Punkte herauszugreifen, nämlich einmal die erbschaftssteuerlichen und andererseits die ertragssteuerlichen.
Bei den ertragsteuerlichen bin ich sehr zuversichtlich, dass es hier relativ gut zu Lösungen kommen wird. Ertragsteuerlich heißt ja, dass Sie einerseits in der Einkommensteuer, wenn es persönlich haftende Gesellschafter sind, andererseits bei der Körperschaftssteuer, wenn es Kapitalgesellschaften sind, eben die entsprechenden Steuerarten abführen und dann die Gewerbesteuer nochmal obendrauf. Daran ändert sich im Grunde ja nichts. Der Unterschied bei einer Ausschüttungssperre liegt darin, dass im Hinblick auf die Kapitalgesellschaften und das Analogon, das wir bei der Einkommensteuer haben, eben die Abgeltungssteuer nicht mehr obendrauf kommt. Ja, es gibt ja keine Ausschüttung, also brauchst du auch keine Abgeltungssteuer. Da sehe ich keinen besonderen Vorteil dieser Gesellschaftsform, denn ansonsten wird man ja genauso besteuert wie jede Kapitalgesellschaft, die ebenfalls nicht ausschüttet, aus welchen Gründen auch immer. Ja? Beispielsweise, weil in der Hauptversammlung der AG auch darüber entschieden worden ist, dass man vorläufig oder für eine gewisse Zeit keine Ausschüttungen vornimmt. Das heißt, die einbehaltenen Gewinne sorgen am Ende auch dafür, dass das Unternehmen wachsen kann und dass das Unternehmen am Markt erfolgreich bleiben kann. Auf diese Art und Weise funktioniert das eigentlich ganz gut. Und da ist auch schon wichtig, so ein Punkt, den Sven Giegold eben genannt hat, den ich nicht teile. Ich glaube nicht, dass man nur auf die intrinsische Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder der Unternehmerinnen und Unternehmer, die in diesem Unternehmen mit der Rechtsform tätig sind, ja, verwiesen ist, sondern letztlich werden ja Gewinne erzielt und die Gewinne werden reinvestiert, fließen also in das Unternehmen ein und sind dann eben thesaurierte Gewinne, die nicht entnommen werden. Also dieser Punkt lässt sich relativ leicht lösen, meines Erachtens. Das Problem, das ertragsteuerlich existiert, ist wiederum die internationale Dimension. Und dann wird es sehr schnell sehr kompliziert, weswegen auch im Finanzministerium darüber intensiv nachgedacht wird. Wenn die nachdenken, heißt das nicht, dass die nur da sitzen und nichts machen. Ja? Also das kann ich jetzt so ein bisschen bestätigen, dass dann auch was draus wird in aller Regel. Ja? Es gefällt nicht immer allen, aber es wird was draus. Vor allen Dingen, wenn es um Steuerliche geht, gefällt es sowieso nicht allen. Und schließlich noch die Bemerkung zur Erbschaftssteuer. Auch das ist leider kein einfach zu lösendes Problem, weil es ja nicht darum gehen kann, dass dann, wenn das Unternehmen wenn ein Familienunternehmen in ein Unternehmen mit gebundenem Vermögen überführt wird, vor allen Dingen die Möglichkeit besteht, Erbschaftssteuer zu sparen, sondern es muss möglich sein, hier von der Anreizsituation das Äquivalent zum geltenden Erbschaftssteuerrecht zu schaffen, was immer das auch heißt. Ja, das ist ja selber kompliziert genug und sorgt schon für eine massive Verschonung der Vermögen, die hier vererbt werden, wenn man das richtig gestaltet. Und hier nochmals, wenn man bereit ist, die hohen Transaktionskosten dafür einzugehen. Damit will ich zum Schluss kommen. Ich bin schon über meine Zeit. Als ich gefragt worden bin im letzten Herbst, ob ich den Bundesfinanzminister beraten wollte, Sie haben das ja heute Morgen gehört, ich bin nirgendwo Parteimitglied und werde das auch bleiben. Ich verspreche das, ja, bis zum Ende meines Lebens, nirgendwo mehr in einer Partei. Ich war mal in einer. Habe ich das angenommen, weil es meines Erachtens gerade in den Krisensituationen, in denen wir uns befinden, ja schnell aufeinanderfolgende Krisen in sehr, sehr kurzer Zeit, das gibt es nicht ganz so oft. Wir haben das zuletzt in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gehabt mit natürlich noch schwerwiegenderen Krisen, als wir sie jetzt haben. Aber gleichwohl haben wir schon jetzt auch eine massive Aufeinanderfolge von schwerwiegenden Krisen. Dass man in solchen Situationen nicht einfach sich immer nur von den Notwendigkeiten und Gegebenheiten des Tagesgeschäfts treiben lässt, also sozusagen des Krisenmanagements, sondern den ordnungspolitischen Kompass nicht verliert. Meines Erachtens ist die Idee, eine Rechtsform GmbH mit gebundenem Vermögen zu schaffen und einzuführen, ein wesentliches Element, das uns auch ordnungspolitisch weiterbringt und in die Zukunft führt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke Ihnen.